Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tramsport Fieber mit mir, dem Leo. Ich denke, es wird Zeit, dass wir ein bisschen in Züge investieren. Genau, wir können erstmal hier das nochmal weiterlaufen lassen. Das muss ja nicht auch schnell vorwärts sein. Aber ein bisschen weiterlaufen sollte es schon. So, genau. Wir brauchen hier einen Passagierbahnhof. Und hier hinten kommt auch noch ein Passagierbahnhof hin. Ich glaube, der kommt sogar hier direkt ans Kopfende. So. Zack, die Bumba. Wunderbar. Jetzt brauchen wir eine Gleisstrecke. Und mir noch einen weiteren Tipp, den ich bekommen habe, ist, man soll sehr, sehr kurze Strecken bauen. Also nicht allzu lange. Am besten immer kurze Strecken. Das hilft dabei, die Transportkosten wirklich sehr, sehr gering zu halten. Die Baukosten. Ein sehr guter Tipp. Weil, wenn ich das jetzt hier dahin ziehen würde, bis dahin komplett so durch quasi, ist uns das, ja gut, jetzt sind da keine großartigen Höhenunterschieden. Aber es kann das ganz schnell passieren, dass da wirklich ein paar hunderttausend zusammenkommen. Weil da halt Tunnel dann gebuddelt werden müssen und so eine Scherze. Und das kann dann sehr, sehr teuer werden. So. Genau, zack. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir noch ein Depot. Hilft ja nichts. Muss ja irgendwo hin, mischen irgendwo raus die Züge. So, hopp. So, ungefähr. Ja. Okay, wunderbar. Das heißt, der Zug kann jederzeit zur Wartung hier reinfahren. So, wir hätten hier den hier. Der fährt wie schnell? 50, 45, dann nehmen wir den hier doch. Und Personenbeförderungswagen brauchen wir. Nehmen wir 4 Stück. Ja. Neue Linie. Da müssen wir hin. Da und noch da. So, und der fährt auch schon los. Sehr gut. Und damit sind wir pleite. Gucken wir mal, ich hoffe mal, der Zug wird irgendwann früher oder später Gewinn machen. Weil sonst bin ich auch geschmissen. Wäre, glaube ich, dann besser hier hinzubauen in den Zug gewesen. Da hätten wir zwar eine etwas längere Strecke fahren müssen. Aber da hätten wir deutlich, deutlich mehr erwischt. Gucken wir mal kurz. Auf jeden Fall wäre das besser gewesen. Verdammt. Aber wird schon. Ich habe ja eigentlich kaum eine Linie, die Verluste macht, außer jetzt hier wieder mal eine Linie, die Verluste macht, aus mir unbekannten Gründen. Wieso machst du jetzt schon wieder Verluste? Werkzeuge nach Waldbraun. Wieso ist hier so ein... Das verstehe ich nicht. Ich habe gerade so eine riesige Kolonne von diesen... Aha. Versteht das jemand? Ich verstehe das nichts. Und hier ist wieder sehr viel Holz. Hast du dich vergrößert? Nee, du hast dich nicht vergrößert. Schade. Okay. Aber das hier läuft auf jeden Fall. Das da läuft auch auf jeden Fall. Sehr gut. Hoffen wir mal, dass der Zug hier irgendwann auch Gewinn macht. Hast du Passagiere dabei? Wow, hat er kein Passagier dabei. Und hier ist auch nicht ein einziger Passagier. Sehr gut.
Ist das eine, Kutsche? Oder ist das ein kann der auf normalen Straßen fahren, das Ding hier? Mal probieren wir das mal aus. Linie zuweisen. Neue Linie. Das da. Und das da. Und das da. Ja, sieht so aus. Sieht so aus, als ob der das machen kann. Okay, dann kaufen wir uns noch 2, 3 von den weiteren hier. 1, 2, 3. So, ich weiß, dass die werden wahrscheinlich auch Verlust machen. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass das irgendwann mal sich wieder rentieren wird. Buslinie in Eschenthal. Okay. Okay, hier warten 2 auf jeden Fall immerhin. Okay, das funktioniert noch nicht so geil. Mit dem Zug. Muss ich auch und ehrlich zugeben, ne? Das ist irgendwie nicht so geil. Minus 180.000 ist auch 186.000 ist auch nicht so geil. Das ist in der Tat alles nicht so geil. Ich denke, wir reißen das kurz hier alles ab. Und dann machen wir hier so eine große Straße. Ja, ist okay, reißen wir das eben auch ab. Oh, ich habe gar nicht mal so viel Geld. dann sollte ich auf jeden Fall erstmal den Bahnhof bauen, bevor ich hier weitere Straßenbaumaßnahmen mache. Den großen bitte, wenn es geht. Und etwas weiter hier von weg. Nach hier so hin. So. Langsam das Geld aus. Ach, Freunde, ich sag's euch, das ist nicht so einfach. Ich sehe das immer hier anfühlt. Die Steigerung ist zu groß. Eine vierfache Straße bauen. Okay. Gut. Damit haben wir das repariert. In der Hoffnung, dass jetzt alles etwas besser wird. Aber scheinbar wird er nicht so. Wohin fahrt ihr? Das war auch alles irgendwie nicht sehr geil. Oh, ja, komm.
kann sie sich denn zumindest über Wasser halten? Man kann sich auch nicht über Wasser halten, selbst diese Linie funktioniert auch nicht wirklich. Okay. Ja, wenn das gleich nicht funktioniert, müssen wir den auf jeden Fall abreißen. Schade um den Zug. Aber der macht mir zur Zeit echt nur Verluste. Müssen wir vielleicht die Linie dann irgendwann mal umbauen. Zwei Passagiere hat er mit. Schade, schade, schade. Na gut, wenn er in ein Depot ist, kostet er mich nicht so viel. Wenn er unterwegs wäre. Okay, der ist schon wieder irgendwo. Hier ist schon wieder so viel Holz. Und das verstehe ich nicht. Und dann hier ist irgendwie immer ein so ein Ding, was alles ausbremst, habe ich das Gefühl. Ja, besonders auf den weiten Strecken, ne? Hier müssten wir irgendwann mal wieder ein Depot hinbauen, was wir natürlich nicht können, weil wir kein Geld haben. Okay. Und jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen was. Dann brauchen wir auf jeden Fall das Depot. So, wir werden versuchen jetzt die alten Karten gegen neue Karten auszutauschen, langsam aber sicher. Wird dahin? Gut. Auch ein Zippo mit dir. Und hier? Du hier? Auch ein Zippo. Ins Depot mit dir, mein Freund. Sobald der fertig ist, wird er auch verkauft. Ausgetauscht. Gegen ein schnelleres Modell. Aber irgendwie verliere ich immer noch jede Menge Geld. Okay. Dürfte aber eigentlich gar nicht sein. Und dennoch ist es so. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder bei Tramsport Fever. Macht's gut, habt eine schöne Woche und haut rein!